Hallo und herzlich willkommen in Evas Büchereckchen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich über Kinderbücher spreche. Heute habe ich wieder ein Erstlesebuch, was so vom Umfang und von der Textgröße und von der Textschwierigkeit her sicherlich für jüngere Grundschüler geeignet ist, von der Geschichte und vom Inhalt her aber auch wirklich was für ältere Kinder ist. Ich würde sagen, auf jeden Fall so bis 11, 12, vielleicht 13. Also vielleicht ein Buch, das gerade für größere Kinder mit Leseschwierigkeiten ein ganz guter Einstieg sein kann ins Selberlesen. Und zwar ist das von Anne Fine und Axel Scheffler, das Tagebuch einer Killerkatze. Und es ist erschienen im Moritz Verlag. Axel Scheffler kennen wahrscheinlich alle, die sich mal in irgendeiner Form in den letzten 20 Jahren mit Kinderbüchern beschäftigt haben. Er schreibt ja sonst viel mit jetzt Julia Donaldson. Das sind immer diese Kinderbücher mit Reimen. Dieses Buch ist nicht gereimt. Anne Fine ist eine englische Autorin, die viele Kinder- und Erwachsenenbücher geschrieben hat. Und ja, dieses Buch, muss man gerade gucken, hat auch auf jeder Seite oder jeder zweiten Doppelseite ungefähr ein Bild. Ich zeig mal, Schriftumfang, Schriftgröße sind eben, ja, so dass man das auch gut schaffen kann. Es ist auch in mehrere Kapitel unterteilt. Tageweise hat insgesamt 60 Seiten. Und ich will mal gerade schauen. Montag hat, ja, Montag hat so ungefähr 10 Seiten mit mehreren Bildern. Also es sind auch recht kurze Kapitel. Dienstag hat nur 4 Seiten insgesamt. Und ja, es ist wirklich wie ein Tagebuch geschrieben aus der Sicht der Katze Kuschel. Und Kuschel ist halt eine Familienkatze und lebt in dem Haus und in dem Garten und macht halt, was Katzen so tun, schleppt mal tote Mäuse an und ja, lebt so sein Katzenleben, findet das alles auch ganz normal. Die Familie versteht das irgendwie nicht so ganz. Die Tochter des Hauses fängt immer furchtbar an zu weinen, wenn er mal ein Geschenk mitbringt, in Form einer toten Maus zum Beispiel. Und ja, ne? Und deswegen die Killerkatze. Und das ist auch ein bisschen witzig und ein bisschen böse zum Teil geschrieben. Also wenn man das Kindern zu lesen gibt, die sollten das schon aushalten, dass die Katze halt Mäuse und Vögel und sowas alles umbringt. Und ja, die Familie will dann mit der Katze zum Tierarzt und da irgendwelche Dinge an ihr tun lassen. Das will die Katze dann so gar nicht. Und ja, ich will jetzt nicht verraten, wie das Buch ausgeht. Für diejenigen, die es nicht kennen, es hat natürlich dann eine etwas verrückte Geschichte und eine witzige Pointe. Wer nach 5 im Urwald den Film kennt, der wird auch die Geschichte kennen. Weil die kommt sozusagen daher oder da ist sozusagen die gleiche Geschichte verwurstet. Ich weiß nicht, wo das genau ganz im Ursprung herkommt, aber es ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte, eine freche Geschichte. Die Katze ist auch frech. Die Katze spricht auch sozusagen so ein bisschen umgangssprachlich. Also das müssen die Kinder dann schon verstehen oder damit umgehen können. Wie gesagt, das ist für Erwachsene auch amüsant zu lesen, finde ich. Und gerade wenn man größere Kinder hat, die halt inhaltlich nicht mehr Erstlesebücher lesen möchten, ist das sicherlich neben Gregs Tagebuch zum Beispiel eine ganz gute Sache. Ja, ich hoffe, das war hilfreich für euch und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das Tagebuch einer Killerkatze selber kennt, wie ihr das fandet. Und ob ihr andere Bücher in diesem Stil kennt, die ihr auch empfehlen würdet für Leute, denen das Buch gefallen hat. Ich finde Tagebuch eines Wombats oder Tagebuch eines Baby-Wombats, das ist auch so eins. Das hat natürlich noch weniger Text, das ist so ein richtiges Bilderbuch, aber es ist auch einfach witzig. Oder man könnte auch zum Beispiel den Maulwurf nehmen, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ja,
Aber da ist dies hier natürlich schon mal eine Stufe mehr Text, trotzdem witzig geschrieben und ja. Bleibt neugierig und habt viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.